Ist dein Herr zu Hause, meine Liebe?", sagte Scrooge zu dem Mädchen. "Ein hübsches Mädchen, wahrhaftig." "Ja, Sir." "Wo ist er, meine Liebe?", sagte Scrooge. "Er ist in dem Speisezimmer, Sir, mit der Madame. Ich will Sie hinaufführen, wenn Sie erlauben." "Danke, danke, er kennt mich", sagte Scrooge mit der Hand schon auf dem Türdrücker. "Ich will hier hereintreten, meine Liebe." Er machte die Tür leise auf und steckte den Kopf hinein. Sie betrachteten den Speisetisch, der mit großem Aufwand von Pracht gedeckt war. Denn solche jungen Leute sind immer sehr unruhig über solche Punkte und sehen gerne alles in Ordnung. "Fritz", sagte Scrooge. Heiliger Himmel, wie seine Nichte erschrak! Scrooge hatte in dem Augenblick vergessen, dass sie mit dem Fußbänkchen in der Ecke gesessen hatte, sonst hätte er es um keinen Preis getan. "Potztausend", rief Fritz, "wer ist das?" "Ich bin's, dein Onkel Scrooge. Ich komme zum Essen. Willst du mich hereinlassen, Fritz?" Ihn hereinlassen. Es war nur gut, dass er ihm nicht den Arm abriss. Er war in 5 Minuten wie zu Hause. Nichts konnte herzlicher sein als die Begrüßung seines Neffen. Und auch seine Nichte empfing ihn ganz so herzlich. Auch Topper, wie er kam. Auch die dicke Schwester, wie sie kam. Und alle, wie sie nach der Reihe kamen. Wundervolle Gesellschaft, wundervolle Spiele, wundervolle Eintracht, wundervolle Glückseligkeit. Aber am anderen Morgen war er früh in seinem Comptoir. Oh, er war gar früh da. Wenn er dort nur hätte zuerst sein können und Bob Cratchit beim Zu-spät-Kommen erwischen. Das war es, worauf sein Sinn stand. Und es gelang ihm wahrhaftig. Die Uhr schlug 9. Kein Bob. 9:45. Kein Bob. Er kam volle 18½ Minuten zu spät. Scrooge hatte seine Tür weit offen stehen lassen, damit er ihn in das Verlies kommen sähe. Sein Hut war vom Kopfe, ehe er die Tür öffnete, auch der Schal von seinem Halse. In einem Nu saß er auf seinem Stuhl und jagte mit der Feder übers Papier, als wolle er versuchen, 9 Uhr einzuholen. »Eda«, brummte Scrooge, so gut wie es ging, seine gewohnte Stimme nachahmend. »Was soll das heißen, dass Sie so spät kommen?« »Es tut mir leid, Sir«, sagte Bob, »ich habe mich verspätigt.« »Nun, Sie gestehen's«, wiederholte Scrooge. »Ich meine es auch. Hier rein, wenn's gefällig ist.« »Es ist nur einmal im Jahre, Sir«, sagte Bob aus dem Verlies hereintretend. »Es soll nicht wieder vorfallen. Ich war ein bisschen lustig gestern, Sir.« »Nun, ich will Ihnen was sagen, Freundchen«, sagte Scrooge. »Ich kann das nicht länger so mit ansehen.« Und daher fuhr er fort, von seinem Stuhl springend und Bob einen solchen Stoß vor die Brust gebend, dass er wieder in das Verlies zurückstolperte. »Und daher will ich Ihren Salär erhöhen.« Bob zitterte und trat dem Lineal etwas näher. Er hatte einen augenblicklichen Gedanken, Scrooge eins damit auf den Kopf zu geben, ihn festzuhalten und die Leute im Hof um Hilfe und eine Zwangsjacke anzurufen. »Fröhliche Weihnachten, Bob«, sagte Scrooge, mit einem Ernst, der nicht missverstanden werden konnte, indem er ihm auf die Achsel klopfte. »Fröhlichere Weihnachten, Bob, als ich Sie so manches Jahr habe feiern lassen. Ich will Ihr Salär erhöhen und mich bemühen, Ihrer Familie unter die Arme zu greifen. Wir wollen heute Nachmittag bei einer Weihnachtsbowle dampfenden Punsches über Ihre Angelegenheiten sprechen. Bob, schüren Sie das Feuer an und kaufen Sie eine andere Kohlenschaufel, ehe Sie wieder einen Punkt auf ein I machen, Bob Cratchit.« Scrooge war besser als sein Wort. Er tat alles und mehr noch, als er versprochen hatte, und für Tiny Tim, welcher nicht starb, wurde er ein zweiter Vater. Er wurde ein so guter Freund und so guter Mensch, wie nur die liebe alte City oder jede andere liebe Stadt oder Dorf in der lieben alten Welt je gesehen. Einige Leute lachten ihn, so verändert zu sehen, aber er ließ sie lachen und kümmerte sich wenig darum, denn er war klug genug zu wissen, dass nichts Gutes in dieser Welt geschehen kann, worüber nicht von vornherein einige Leute lachen müssen. Und da er wusste, dass derart Leute doch blind bleiben würden, dachte er bei sich, es ist besser, sie legen ihre Gesichter durch Lachen in Falten, als dass sie auf weniger anziehende Weise tun. Sein eigenes Herz lachte und damit war er zufrieden. Er hatte keinen ferneren Verkehr mit Geistern, sondern lebte von jetzt an nach dem Prinzip gänzlicher Enthaltsamkeit. Und immer sagte man von ihm, er wisse Weihnachten recht zu feiern, wenn es überhaupt ein Mensch wisse. Möge dies auch in Wahrheit von uns allen gesagt werden können. Und so schließen wir mit Tiny Tims Worten, Gott segne uns alle und jeden. So, die Geschichte ist beendet. Der letzte Satz hat mir nicht gefallen, denn jemand, an dessen Existenz ich zweifle, soll euch nicht segnen. Das bringt bestimmt Unglück. Zumal er das ja auch gar nicht kann, wenn ich nicht glaube, dass es ihn gibt. Aber ja, es ist noch ein bisschen früh. Ich wünsche euch aber trotzdem schon mal an dieser Stelle frohe Weihnachten. Nein, keine Sorge, der Adventskalender geht natürlich weiter. Und zwar wird es bis dahin ein paar One-Shots geben.
Und am 24. was ganz Besonderes, also seid gespannt und schaut weiter rein. Und danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich habe leider mich öfter verhaspelt, aber ich wollte es nicht alles rausschneiden und nochmal sprechen. Und ich habe zwischendurch vergessen, wer welche Stimme gehabt hat. Und naja, ihr kennt mich ja von den Wimmelbildspielen her, da mache ich das ähnlich. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß dabei gehabt. Und ja, es geht also weiter mit One-Shots. Und der nächste kommt auch noch direkt heute, also seid gespannt.